Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Silber. Ja, ich habe einen Meisterplan angekündigt, mit dem ich dieses feige legendäre Ho-Oh besiege und mal gucken, ob es funktioniert. Dazu setze ich einmal Relaxo nach vorne und stürze mich wieder ins Getümmel. Ich möchte erstmal Ho-Oh davon abbringen, hier irgendwie seinen ganzen Attackenslots, seine ganze Genesung hier noch aufrecht zu halten. Also soll erstmal alles verbraten. Und dafür ist Relaxo doch der beste Kandidat. Body Slam. Relaxo ist ja unser Megatank, der dürfte das eigentlich locker überstehen. Ich sagte locker überstehen. Ein Volltreffer, okay. Nice. Nice, Relaxo. Mega nice. Okay, Erholung. So, sehr gut. Oh, Relaxo, du bist ein Tank, wie er im Buche steht. Dann nochmal Sternschauer. Glaubst du echt, du machst mal einen Volltreffer? Das glaube ich aber nicht. So, Relaxo, da machen wir nochmal... Ach nee. Genau, Schnarche einmal. Bam. Na, hoch. Sind wir ein bisschen in Bedrängnis? Das ist natürlich richtig ärgerlich, ne? So, da schwinden die KP. Oh, Relaxo ist aufgewacht. Okay, dann bringt das nichts. Oh, Feuersturm. Okay, Ho-Oh wird langsam böse. Warum ich nicht mit Gardus anfange? Ich habe kein Interesse an diesem Wetterbattle immer. Ich möchte erstmal, dass Ho-Oh sich an Relaxo voll und ganz auslässt. So, Relaxo, du schläfst erstmal wieder schön ein, habe ich gehört. Genau, Brava Tank. Brava, brava, brava Tank. Naja, mach ruhig. Verblau ruhig deinen Sternschauer. Macht nichts. Das macht mir überhaupt nichts. Du kriegst jetzt erstmal nämlich einen reingedrückt. Das Blöde ist, Ho-Oh hält sich bis jetzt mit Genesung so ziemlich zurück, aber es ist ja im gelben Bereich. So, Relaxo, dann kloppt man nochmal rein. Sehr gut. Oha. Ho-Oh haut wieder seine stärkste Attacke raus. Okay, jetzt muss ich gerade mal einen Hypertrank benutzen. Für Relaxo. Relaxo braucht erstmal ein bisschen Hilfe. So. Der Sternschauer. Ja, genau. Hau ruhig alles raus. Hau ruhig alles raus. So, Relaxo. Dann bitte einmal Schnarcher. Ach ja, aber geil. Das ist natürlich genau jetzt aufgewacht. Ja, gut. Machen wir nochmal Sternschauer. Habe ich nichts gegen. Dürfte bis zur Hälfte gehen. Alter, drücke mir jetzt einen Volltreffer rein. Alter. Leck mich am Arsch, Relaxo. Schnell. Ja, Tuten, du kannst aufhören. Ist doch alles safe. Ist doch alles safe. So, Ho ist paralysiert. Dann drück mal gerade einen Schnarcher raus, Relaxo. Schau, wieso macht er keine Genesung? Wieso macht er keine Genesung? Okay, dann drücke ich nochmal Schnarcher rein. Ich versuche ihn mal in den roten Bereich zu drücken, was jetzt auch funktioniert. Das müsste eigentlich Genesung machen, oder? Ah ja, gut, er hat sich die aufgespart.
Ho-Oh ist paralysiert. Natürlich ist er das. So, kloppen wir ihn mal wieder in den gelben Bereich runter. Okay, er wird noch nicht nervös. Okay, machen wir nochmal Body Slam. Und wieder im roten Bereich. Und er ist paralysiert. Okay, komm, jetzt werfe ich den ersten Hyperball. Komm schon, bleib drin. Bleib drin. Schon, du willst doch, oder? Nein, nicht mal im Ansatz willst du das. Fallschirm ging daneben, das ist natürlich blöd. Dann kann ich doch gleich noch einen Hyperball werfen, würde ich mal sagen. Roter Bereich und paralysiert? Ja. Oh, verdammt. Das gibt's nicht. Oh, bei 3,5 noch rausgekommen. Das gibt's nicht, ey. Okay, komm, ich werfe noch einen Scheiß drauf. Ich werfe noch einen. Okay. Oh, Renazzo, ob du das jetzt aushältst? Eieiei, Renazzo! Renazzo! Boah. Leck mich am Arsch. Renazzo, du musst dringend wieder einschlafen. Fast hätten wir es gehabt. Bei 3,5 ist er noch rausgekommen. Er war doch schon drin. Okay, Sonntag. Sonntag, Sonntag, Sonntag. Ich werfe mal einen Ball. Das mit der Paralyse habe ich jetzt eigentlich nicht einkalkuliert. Meine Strategie geht eigentlich ein bisschen anders. Oh oh. Okay, das könnte ein Total KO werden. Sonntag und Feuersturm. Hält das unser Tank aus? Ich weiß es nicht. Okay, no, okay, ein Volltreffer. Dann, dann natürlich nicht. So, Lydia. Das Sonnenlicht ist stark, ja, das finde ich sehr schön. Denn Ho-Oh wird jetzt erstmal in diesem Hyperball drin bleiben. Das gibt's nicht. Jetzt macht die Saugenesung. Ja, aber ist immer noch paralysiert. Okay, das ist schon mal sehr, sehr nice. Ich hau mal Luftstoß raus. Mit etwas Glück wird das ja ein Volltreffer. Na okay, er macht Sternschau. Natürlich macht er Sternschau. Was auch sonst. So, ich attackiere Ho-Oh mal weiter. Er müsste noch einiges an Genesung haben. Oh, seine Spezialverteidigung sinkt, das ist wirklich ärgerlich. Okay, eine Psychokinese müsste er eigentlich noch aushalten, deswegen hau ich da mal drauf. Er wird dann sicherlich wieder Genesung machen. Er soll auf jeden Fall alle Genesung aufbrauchen. Sternschauer, das war ein Fehler. So, jetzt mache ich mal etwas, um es mal zu testen. Ich werde jetzt nämlich einen neuen Speicherstand im Emulator machen, und zwar auf Slot 2. So, jetzt habe ich zwei Speicherstände und jetzt kann ich, wenn ich will, immer zu diesem Punkt zurück switchen. Das Ho-Oh im roten Bereich ist unparalysiert ist und kann wie ein Behinderter Hyperbälle werfen, bis es funktioniert. Das ist quasi mein Meisterplan. Tja, am Arsch, ich hab's. Okay, diesen zweiten Speicherstand hätte ich jetzt überhaupt nicht gebraucht. Oh mein Gott, wir haben Ho-Oh gefangen. Er ist an unserem Relaxo verzweifelt und hat dann letztendlich beim legendären Kollegen Lugia aufgegeben. Okay, ich habe meinen Plan zwar nicht wirklich gebraucht, aber ich hätte nicht gedacht, dass Relaxo Ho-Oh so locker im Griff hat. So, kein Spitzname. So, Lugia. Erstmal tauschen. Ja, du bist jetzt mit Abstand unser stärkstes Pokémon. So.
So, die Tanks tue ich mal ganz nach unten. So hätte ich mein Team gerne sortiert. Fliegen, wo fliegt denn mal hin? Porsche. Moment, wo war nochmal der Zug? Der Zug war doch hier, oder? Nice, nice, das. Ich mache zwar gerade nochmal ein Save, damit ich Ho jetzt auch hier wirklich sicher habe. Ich guck mal, hatte, ja, sind zwei Speicherstände, okay. Dann überschreibe ich mal den zweiten oder mache ich den? Ich überschreibe mal den ersten. So, mein Gott, wir haben Ho-Oh tatsächlich gefangen. Ich glaube tatsächlich, das geht jetzt irgendwie relativ einfach, muss ich sagen. Also der ausschlaggebende Punkt war eindeutig Relaxo, dass es das Ding paralysiert hat. Damit hatte ich eigentlich nicht gerechnet, aber ja, okay, warum nicht? So, wo ist denn der Zug? Ich würde jetzt nämlich gerne mal den 8. Arena-Leiter ein bisschen kloppen. Wo war der Bahnhof? Das hier war bestimmt der Bahnhof, oder? Jo. Eine kleine Zugfahrt. Wo unsere Figur wieder ziemlich behindert den rumhoppelt. So. Ja, ich werde mit Sicherheit bald wiederkommen. Wo bin ich jetzt? Hier bin ich. Da muss ich ein bisschen fliegen. Und zwar, da ist der letzte. So, blau. Was haben wir hier? Das Trainerhaus. Achso, von dem Ding habe ich, glaube ich, was gehört. Die Frage ist jetzt natürlich, wo ist seine beschissene Arena? Aha, lol. So, wollen wir doch unser Oma an den Bodyguards testen? Na, du machst das nun zu sagen. Hey, ein Champion Spee, wie läuft es so? Du hast nun gerade eine Glückssträhne. Ja, das kann man wohl sagen. Der Arenaleiter hat den Champ vor 3 Jahren besiegt. Er wird kein Kinderspiel. Aha. Gib alles, was du hast. Gibt's hier irgendwelche Bodyguards? Nein. Hat er keine Bodyguards? Braucht er keine? Hier ist echt niemand. Na, dann würde ich mal sagen, leg mal los. Puh, Moment. Okay, ich habe ganz viele Beleber, ganz viele Beiner, Hypertränke, Top-Tränke, Top-Beleber, bla, ja, komm, das muss reichen. Nur Lutscher, komm her. Hey, hast du es endlich hierher geschafft? Auf der Zielweise war mir nicht danach, aber jetzt können wir kämpfen. Willst du etwa behaupten, du hättest alle Arena-Leiter in Johto besiegt? Ha, dann müssen die Arena-Leiter in Johto ziemlich in Jammerlappen sein. Das stimmt sogar größtenteils, da muss ich dir zustimmen. Aber nur keine Bange, ich werde dir sofort sagen, ob du ein guter Kämpfer bist. Fertig, Johto Junge. So, blau. Dann zeig mal, was du drauf hast. Oder soll ich dich gleich Gary nennen? Wie hättest du es gerne? Ach du Scheiße, Tops, okay. So, Ho-Oh. Da staunst du, was? Da staunst du. Ich würde mal sagen, ich beginne mal mit einem Sternschauer gegen das gute Taubos. Spiegeltrick? Hey! So, dann muss ich mal sagen, machen wir doch nochmal einen Sternschau daher. Das Taubos dürfte jetzt nicht so das Mega-Problem sein. Glaubst du, das reicht? Na komm, geh down. Geh down, Taubos! So. Was ist das denn noch? Eine Rizos. Okay. Dann schickt das doch mal in den Kampf. Ach du Scheiße, okay.
Ich würde mal sagen, wer mag es nicht, an einem schönen Sommertag am Strand zu liegen. Ich brutzle jetzt mal erstmal die pure Sonne raus. Steinhall, das hier ist natürlich nicht so mega geil. Autsch. Alter, leck mich im Arsch. Ja, kriegst mich down? Tatsache. Respekt, Junge, Respekt. So, dann haben wir auch mal unser anderes legendäres direkt raus. Lugia. So, Abgang. Den müsste ich ja nicht wieder Steinhagel machen. Genau, das war zu erwarten. Sandsturm? Wieso macht er sich nochmal Steinhagel? Ey! Sandsturm trifft nur, er wird sich verarschen. Okay. Ein kleiner Belieber für unser Ho. Was trägt Ho eigentlich für ein Item? Das hätte ich mir mal angucken sollen, bevor ich hier so wild reinstürme. Oha, Steine, das könnte man nicht sein. Das Rhythmus ist böse. Das Rhythmus ist sehr böse. Leck mich im Arsch, ey. Lugia, aber bitte selbst heilen. Ich glaube, der Steinhagel bei Ho-Oh war ein Volltreffer, sonst ging das nämlich gar nicht. Alter, nochmal Steinhagel. Hey, Lugia, halte durch. Halte durch. Sehr gut. Sehr gut. Okay, Taubos weiß nicht so was drin, aber das geht so. Das ist doch schon echt übel. Okay, das gleich nochmal. Stellung erstmal halten. Erstmal gucken, was er macht. Steinhagel und er trifft dich. Okay. Okay, Lugia, hau raus. Hau raus. Das ist jetzt die Chance. Mal gucken, wie viel das abzieht. Ah, ein Volltreffer auch nicht so wirklich viel. Der Sandsturm lässt nach. Nice. Alter, das Vitros ist mega stark. Das muss ich ja schon sagen. Und es ist down. Ah, jawohl, ein Volltreffer. So. Leck mich am Arsch. Ein Simsala, ein Simsala. Nein, da bleibe ich mal bei Lugia. Na du? Lass wir ihn erstmal ins Leere laufen. Na gut, Psychokinese wäre jetzt irgendwie so mega effektiv gewesen. Oha. Ah, das dürfte aber nicht so viel Schaden machen eigentlich. Angeblich nicht, dann würde ich sagen, killen wir das Simsala dann mal mit der gesilben Kombi. So, nennen wir immerhin schon mal die Hälfte. Insofern Lugia jetzt natürlich trifft. Aber Lugia trifft. So. Mein Drago-Tank wird sich mal wieder hier ein Level abmachen, oder was? Das kann nicht sein. Ein Garados. Ein Garados. Oh. Wen wechsle ich denn da? Hm, da habe ich jetzt nicht so explizit was dagegen zu setzen. Ein Garados. Tja. Mal gucken. Regentanz, okay, das war zu erwarten. Wir müssen das Ding jetzt ganz schnell down kriegen. Jawohl. Komm, das ist ein Volltreffer. Ein Volltreffer. Na okay. Ach du Scheiße, Hydro. Huh, ging daneben. Huh. Ich mach mal einen Abgang. Hätte die Hydro-Puppe getroffen, dann wär's das eventuell gewesen.
Top-Genesung. Ach. Jetzt schon? Bist du schon so verzweifelt? Ja, super, ich habe wenig getroffen. Okay, ich baller immer noch so einen Luftstoß rein. Ja, das sieht schon ordentlich. Ach, oh, jetzt kommt die Hydro-Pumpe mit dem Regentanz kombiniert. Das könnte richtig wehtun. Okay, oder auch nicht so wirklich. Von mir aus, dann schieße ich weiter. Ja, Regentanz, das wird dir nicht viel helfen. Ich werde dich jetzt mit Psychokinese platt machen. Tschüss, Garados. Lol. Alter, wie viele Top-Genesungs hast du? Schade, das wär's sonst gewesen. Oh mein Gott. Ich will nicht die ganzen guten Attacken jetzt schon verbraten. Ich mache mal erstmal einen Abgang. Ja, Hydro kommt sehr gut. So, vielleicht kriegen wir schon im gelben Bereich runter. Ja, sehr gut, sehr gut. Und die Hydro-Pumpe trifft mich. Wunderbar. Okay, komm, alles oder nichts. Und jawohl, ein Volltreffer. So, weg ist das Ding. Jawohl, Level 41, na, geht doch. Ein Arcani, ja, da möchte ich sehr gerne auf unser gutes Garados wechseln. So, Junge. Es hat aufgehört zu regnen. Ja gut, das macht jetzt nicht zwangsläufig. Was genau? Turbo-Tempo. Du willst auf jeden Fall anfangen, ne? Alter. Okay, ein Volltreffer. Egal, der Surfer dürfte dir nicht die Reihe bekommen. Oh ja. Na, tut gut. So, einmal einen Hypertrauch für unser liebes Garados. Okay, das Arcani dürfte jetzt nicht so das Problem sein. Ich frage mich doch, was kommt danach? Was kommt nach dem Arcani? Oh, nicht schon wieder. Okay, Garados, mach ihn weg. Mach ihn weg. Nein, Garados ist mein Liebster, oder? Sehr gut. So, das müsste es eigentlich gewesen sein für Arcani. Und jawohl. So, was hast du jetzt noch? Als es ein Kokowai. Ja, da wechsle ich wieder auf unser Ho-Oh. Dein letztes Pokémon. Und es wird fallen, sag ich dir. Es wird fallen. So, machen wir einmal Sonntag. Das findest du doch bestimmt gut, so als Pflanze, ne? Eierbombe. Bisschen verarschen. Aber... So, und jetzt kombinieren wir mal Sonnentag mit Feuersturm. Ja, tschüss Koko, weil ich mal sagen, ich glaube, das überlebst du nicht. Oder? Ich glaube nicht. Sonntag mit Feuersturm, ne. Und da bist du down. Leiterblau wurde besiegt, oh yeah. Der Erdorden und 5800 Pokémon-Dollar, nice. Blub erhält den Erdorden, oh ja. Ja, 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 ja. So, jetzt bleibt eigentlich nur noch ein einziger Kampf und das ist der Kampf gegen den Endboss Rot. Nur ich fürchte, für den sind wir noch nicht wirklich stark genug. Ich gehe erstmal ins Pokémon-Center.
Also unser Ho-Oh ist auf seinem Niveau auf jeden Fall. Nur der Rest unseres Teams, ich meine unsere beiden Dragoran sind ja noch nicht fertig. So. So, wie sieht denn unser Itembestand aus? Verkauft ihr hier Hypertränke? Davon könnte ich wieder ein paar gebrauchen. Jawohl, Hypertrank. Nice. Gib mal so 15 Stück her. So, dann will ich mal was gucken. Ich will da jetzt noch nicht hin. Ich will zunächst mal gucken, ob der Gang jetzt schon freigeschaltet ist. Indigo-Plateau. So, eigentlich müssen diese beiden Typen jetzt nicht mehr... Moment. Ach, scheiße, Moment, da fließen sie ja runter, oder? Moment, ich müsste hier, glaube ich, runterspringen an der Seite. Wer stört? Ein Goldrad, so, so. Du meinst also, du hast richtig dicke Klöten, oder was? Ho-Oh, putz das Ding mal rein weg. Dankeschön. So, ich bin nämlich hier runtergesprungen. Bin ich dann hier? Ich glaube, ich bin dann hier runter. Die Leiter. Boah, ich bin mir nicht mehr sicher. Bin ich dann hier lang gelaufen? Ich will gerade noch gucken, ob der Gang zu Dings denn frei wäre. Zu Rot. Oh, das Pokémon haben wir noch gar nicht. Das versuchen wir mal zu fangen. Insofern es den Stern schon überlebt. Nice. Ich würde mal sagen, wir haben ein neues Pokémon. Wie? Was? Die Pokémon-Box ist voll. Willst du dich verarschen? Wird da nicht automatisch auf eine andere umgestellt? Wie behindert ist das denn? Also in der ersten Generation wurde dann automatisch das Pokémon auf eine andere Box übertragen. Na gut, kann ich jetzt nicht ändern. Dann eben nicht. Wieso haben die das denn hier so gemacht? Wie dumm ist das denn? So, ich glaube hier runter und da unten müsste dann schon der Ausgang sein. Ein Georock, aha. Ja, weißt du was, da holen wir jetzt mal ab. So, da ist auch schon der Ausgang. Alter, so kurz davor wollte ich mich echt verarschen. Ah, cool, wieder. Okay. Dann kriegst du jetzt nochmal einen auf den Sack. Na, überstehst du das? Ja. Tja, schade, ich würde dich gerne fangen, aber naja, dann nicht. So, lol. Das hier ist ja der Weg nach Kanto, ne? Dieser Weg führt zum Silberweg. Wir werden... Ja, hallo? Ey, lass mich durch. Ey, du Arsch. Hallo, ich habe alle 8 Ohren. Willst du mich verarschen? Okay, wieso komme ich jetzt noch nicht dahin? Muss ich noch irgendetwas machen irgendwo? Hm. Zum Silberberg. Ja, da ist Rot. Okay, ich wollte da jetzt sowieso noch nicht hin, aber wieso könnten wir da jetzt noch nicht hin? Hier geht's ja nach Kanto, ne? Hier kommen wir ja, wo kommen wir hier nicht raus? Hier kommen wir raus, hier bin ich glaube ich noch gar nicht lang gegangen. Gibt's hier irgendwas Tolles? Wo kommt man jetzt wieder raus? War ich da schon drin? Ach ja, stimmt.
Ich möchte mal Surf einsetzen. War ich bei dem Typen da schon? Guten Tag. Gen, ich bin wohl in der Sonne eingeschlafen. Ja klar, mitten in der Nacht, natürlich. Aha. Hallo, was ist das? Wo ist diese TM hergekommen? Unheimlich, hier, du kannst sie haben. TM 42, nice. Ist das Traumfresser? Das ist Traumfresser. Kann das Relaxo viel? Nee, glaube ich nicht. So, wo sind wir denn jetzt? Ist das wieder Vitania City oder wo sind wir hier? Ist gerade etwas verpeilt. Ah ja. Ja, wieso können wir nicht zum Silber weg? Ich weiß es nicht, aber was ich weiß, ist, dass ich so ein Pokémon Center gehe. Oh. Ja. Die Pokémon heile und dann die Aufnahme beende. Boah, hätte ich nicht gedacht, dass wir Ho-Oh in der Folge kriegen. Damit habe ich schon gerechnet, weil sonst hätte ich halt einen Cut gemacht. Bis mein Trick halt funktioniert hat, funktioniert hätte mein Masterplan. Aber gut, Relaxo hat das noch so gut erledigt quasi. Ja, dass wir den Arena-Teil jetzt noch machen. Okay, bin ich überrascht, aber wir haben alle 8 Orden. Das sind die alten, hier müssen auch irgendwie die neuen sein, oder? Na egal, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich glaube, ich werde mal einfach nachgucken, was wir noch machen müssen, um zu Rot zu kommen. Auch wenn ich da jetzt noch nicht hin will, wir machen noch etwas anderes vorher. Naja, dann ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.